Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Medi für dein Esti. Beim letzten Mal hat man ja das große Erfolgserlebnis, dass diese holzgeschnitzten Fiolen so teuer sind. Es war wirklich unglaublich. Da können wir dann uns auf die Schnelle schon mal einige tausend Gold sage ich, oder Silberlinge anhäufen und haben in dem Sinn kaum mehr finanzielle Probleme. Jetzt hoffe ich nur, dass wir hier für dieses Dach dann genügend Stroh haben. Aber es scheint schon zu passen. So, dann noch ein kleines Eck. Sehr schön, dann braucht man nur mehr ein paar Holzstämme. Zack. Und natürlich Stecke. Ja, Johanniskraut kann man mal sammeln, wenn man sonst nichts hat. So, gehen wir mal wieder zurück. Halt, Holzstamm. Schauen wir zwischendurch auf die Uhr. Wir haben schon 19 Uhr. Da schlafen wir. Da schlafen wir jetzt mal. Und dann. Genau, dann morgen mit frischer Kraft ans Werk. Und da sieht man auch wieder was. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Natürlich was trinken, ist klar. So, könnte man vielleicht einmal hier einen Baum umhauen. Wir hier wieder ein paar Stöcke bekommen. Ich weiß, Birke bringt bloß zwei Stämme, aber wir müssen die früher oder später eh hier weghauen, dieses Eck. Zack. So. Jetzt hier schon voran. 80% haben wir bereits. So, dann braucht man nur noch vier Stöcke, wie ich das hier sehe. Das sollte ja überhaupt kein Problem sein. Ja, mal fünf mit. Zack! Werkbank. Jetzt haben wir zwei Scheunen gebastelt. Ich fasse es nicht. Das ist natürlich, da muss ich jetzt mal kurz stoppen. So, jetzt habe ich einmal kräftig durchgeatmet. Es war natürlich nicht die Scheune zu bauen, sondern die Schmiede. Ich bin so ein... Die Schmiede wäre ja das gewesen und natürlich können wir dann in der Schmiede unsere Sense basteln.
Es ist wirklich unglaublich, wie bescheuert ich hier war. Jetzt haben wir natürlich nur 3 Holzstämme. Ich würde hier am liebsten nochmal einen Schritt zurückgehen. Zumindest bis zum Morgen. Damit wir hier nicht alles hier verbraten. Aber vielleicht lassen wir das jetzt einfach mal so. Wir machen hier nochmal weiter. Ich schaue jetzt bloß mal kurz. Da brauchen wir hier 8. Wenn ich schon mal 8 und keine 10. Da war ich jetzt so am Bauen und in meiner Euphorie. Und es ist ja auch nicht so, dass ich das hier am Stück aufnehme, sondern immer mal wieder zwischendurch eine Folge. Und das ist vielleicht der Fehler dabei. Man sollte viele Folgen dann schon mal gleich hintereinander aufnehmen. So, jetzt schaut es hier schon mal besser aus. Was braucht ihr noch? Natürlich haben wir nicht mehr so viel Stroh. Halt, Schafe brauchen wir. Wo haben wir die Schafe? Ja, nicht ärgern, nur wundern, würde ich sagen. Wer natürlich die Folgen hier hintereinander sieht, denkt sich, ist der bescheuert oder was? So, aber hier haben wir ja nicht so viel. Stroh braucht man natürlich dann noch. So, ein paar Holzstämme. Ah, die Axt. 2 Steine auf jeden Fall und einige Stöcke. So, wo haben wir noch einen Stein? Stein. Na gut, dann haben wir halt einen Tag verloren. Was soll der Geiz? Bringen wir es uns nicht. Holzstamm. Also dann brauchen wir nur noch Stroh, wie ich das sehe. Jawohl, so ist es.
Und da machen wir jetzt wieder, während ich da nach vorn laufe, einen kleinen Zeitsprung. Jetzt bin ich wieder in Gostovia und ich habe jetzt noch was anderes gemacht. Ich habe jetzt mal ein paar Fiolen noch mitgenommen, die wir hier natürlich noch verkaufen können. Die müssen wir jetzt zu Hause heimsuchen. Stehen hier in der Gegend. Ja, du kannst mir helfen. Und zwar brauchen wir dein Geld. Die Federn verkaufen wir. Und der ist dann Fiolen für gut 600. Jetzt haben wir 1300. Jetzt kann ich auch gleich mal zum Unigost gehen. Müssen wir jetzt mal hierher Steuern zahlen. Genau, 168, ich dachte jetzt schon. Da ist er irgendwo. Ist er hier zu Hause? Genau. Bitteschön, das sollte reichen. Jawohl, jetzt haben wir zum ersten Mal die Steuern bezahlt. Auch nicht schlecht. Wieder eine Sorge weniger. Und jetzt holen wir uns Stroh. Das ist alles noch Wasser. Ist noch nicht richtig gewachsen. Halt. Und dann sind wir auf das hier nicht mehr angewiesen. Weil dann bekommen wir ja durch unsere Ernte dann auch immer Stroh mit dazu. So. So, 50, darf man mal zurück. Wie gesagt, diesen Weg, wenn es hier noch kein Feldweg wäre, würden wir den zum Feldweg machen, weil wir hier so oft hin und her laufen müssen. Später natürlich dann mal mit Reittier. Schmutzig sind wir auch schon wieder. Jetzt wollte ich mal hier schauen. Wo war das schnell wieder? Ach ja, jetzt wächst. Das ist ja kalt und warm. Dass man hier sieht, hier sind wir zwischendrin. Ja, da haben wir natürlich noch keine Nahrung, noch keine Kleidung, die uns vor dem Winter helfen könnte. Aber ich hoffe mal, dass wir das dann schaffen, uns mal selber was herzustellen. Ja, was ich noch gemacht habe, ich habe jetzt dem Jäger mal 4 Steinmesser reingelegt. Weil jetzt, wir hatten ja doch einige Steinmesser gebastelt, um ein bisschen zu Kohle zu kommen. Haben wir nicht mehr nötig. Dann machen wir ein paar Fiolen und gut ist es. So. Dann basteln wir das Dach noch komplett drauf. Dann können wir ein bisschen was für unsere Ernährung tun. Zack. Da ist das schon mal eine sehr gute Sache. Und jetzt haben wir die Schmiede fertig. Ding, was kann man hier anbauen? Kupfer können wir noch nicht.
Eisen, Bronze, Kupfer. Aber hier kann man auch was machen. Holzwaffen. Steinwerkzeuge. Genau, Steinsichel. Da braucht man 4 Steine und 4 Stöcke. Die haben wir doch alle sicherlich auf Lager. Erst was essen. Erst was essen. Dann jetzt mal die 10 Fleisch schnell brutzeln. Es ist ja rucki zucki geschehen. Damit wir hier ein bisschen aus dem Dilemma rauskommen. Und dann werden wir ernten. Und dann würde ich sagen, dann haben wir schon mal wieder viel geschafft. Und dann kann ich tatsächlich für den heutigen Tag, nachdem die Pleite war, die 2 Scheunen gebaut habe, ich Volltrottel. So, da brauchen wir jetzt ein paar Steine und ein paar Stöcke. Da haben wir ein paar Steine drin. Ein paar Stöcke haben wir auch drin, da brauchen wir nur mehr 3. Steinsichel. Super Sache. Das legen wir auf die 8. Die 8, die lacht. Sehr schön. Da geht's doch vorwärts. Bisschen durchatmen wieder. Und weiter geht's. Aber hier schon. Haben wir alles abgesäbelt. Super Sache. Laufe ich jetzt mal kurz ins Wasser. Jawohl. Schluck trinken. Einwandfrei. Sehen Sie, lassen wir mal verschwinden. Und jetzt schaue ich mal kurz hier ins Inventar. Und schauen wir mal hier die Rocken. Da haben wir natürlich jetzt noch nur das Stroh, das wir uns selber geholt haben. Dreschboden zu Stroh und Rocken können. Okay. Da haben wir ja jetzt. Ich will es jetzt nicht sagen, hier haben wir ja unsere Scheune. Und natürlich dauert das jetzt die halbe Ewigkeit. Deswegen machen wir hier einen kurzen Zeitsprung, bis wir fertig sind. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon fast durch. Da sieht man es hier oben, haben wir sehr, sehr viel Stroh jetzt erhalten. Da müssen wir da vorerst zumindest mal nicht mehr durch die Gegend laufen. Da haben wir jetzt 111 Stroh, 87 Roggenkorn.
Küche, Braun, Mehlherstellung, Mühlstein und so weiter und so fort. Und jetzt schaue ich mal hier, ist das bei der Technologie, was wir uns aus dem Roggenzeug hier machen können. Haferkorn bräuchte man hier. Die Küche. Roggenbrei und Holzschale. Ja, haben wir sonst noch? Könnten wir ja mal hier mal ausprobieren. Müssen wir natürlich die Schale auch noch hier ausprobieren. Zwar wäre das dann Schale, wo haben wir Schale? Holzschale. Genau, jetzt schauen wir erstmal, was wir hier brauchen, um Holzschalen anzufertigen. Holzstämme. Das ist ja jetzt schon wieder mal ein bisschen doof. Aber da holen wir uns halt mal hier die Reste halt. Einmal stehe ich hier noch was rum. Ich sehe es jetzt nicht. Gut, ich bin natürlich blind, ist klar. Hier. Ja, jetzt machen wir mal zwei Teller und dann schauen wir mal, was denn das überhaupt bringt. Machen wir mal zwei Schalen mit so einem Roggenzeug. Küche wieder. Wo war die Küche? Scheune? Ah, da ist die Küche. Roggenbrei. 10 Mal. Ja, müssen natürlich Roggenkorn auch aufheben. Ist klar, da muss ich da mal schauen. Weiß ich jetzt nicht, ob man das. Aber ich glaube nicht, dass man das im Winter auch aussehen kann. Da stoppen wir jetzt mal. Roggenkorn. Herstellung. Säen auf den Feldern im Herbst. Aber wir haben Frühling. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Roggenbrei. 20 Nahrung. Ja, das ist doch toll. Das ist doch schon mal eine tolle Sache. Können wir ja hier gleich noch was für unsere Bürger reinlegen. Und hier haben wir noch 39 Fleisch. Ja, wir haben da hier jetzt genügend. Das werden wir jetzt mal nicht verarbeiten. Das schauen wir dann mal später. Wenn es hier was gibt, hier gibt es doch dann was vielleicht. Kohl und Fleisch, genau. Das hat dann, das hat ja 20, das hat dann 30 Nahrung. Oder Karotte und Fleisch. Ja, die werden wir uns auf jeden Fall dann noch holen. Gut, Zwiebeln haben wir jetzt noch keine angebaut. Da können wir jetzt mal schauen, ob man auch Zwiebeln, wir hatten ja uns Zwiebelsamen auch geholt. Jetzt gleich mal schauen.
Nee, Weizenkorn. Weizenkorn außer im Frühjahr oder im Herbst. Genau, aber dafür braucht man ja noch Dünger. Dafür braucht man auch Dünger. Ja, aber ich würde sagen, nicht böse sein, wenn ich jetzt etwas früher schon aufhöre bei dieser einen Folge. Das hat mich jetzt wirklich den letzten Nerv gekostet. Ich wollte schon fast zurückgehen und den alten Stand aufrufen. Aber bin jetzt froh, dass soweit alles gut ist. Wir konnten unseren Roggen ernten. Ich speichere hier ab, mache natürlich fleißig weiter und bei der nächsten Folge ist meine schlechte Laune sicherlich wieder gebessert und dann sehen wir uns wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Ciao.